Hallo ihr Lieben, ich möchte heute gerne nochmal die Technik nach resinkosis.com ausprobieren, und zwar ist das Rose Black Nr. 4. Und ich habe mir dafür das Alt Pro angemischt und habe mir hier auch die Farben schon bereitgestellt. Hier habe ich einmal schwarz, da habe ich das Pure Black von Resin-Ink von Etta-Art reingegeben. Hier habe ich reingegeben von der opaken Alkohol-Ink von Octopus Karibik. Dazu gegeben habe ich von der Resin-Ink Smurf etwas, weil ich die Farbe doch ein bisschen kräftiger haben wollte. Und dazu ein Tropfen Pigment-Drops von Etta-Art Weiß. Und hier habe ich mir Weiß angemischt. Das ist in dem Fall von der Resin-Ink von Octopus Enoki. Die Alkohol-Ink habe ich mir hier also angemischt. So, und ich stelle es jetzt am besten erstmal alles zur Seite. Dann kann man auch direkt loslegen. Als erstes gebe ich das Weiß in die Form. Ach so, da habe ich übrigens hier die Numero 003-3, die Crystal Mold von resinkursis.com. So, das war das Enoki. Als nächstes gebe ich das Karibik da rein. Die schlumpfige Karibik. So. Das gebe ich auch. Das heißt auch, ich versuche es in die Mitte zu geben. Aktuell eine tolle Farbe. Mal schauen, wie sich das hinterher weiterentwickelt mit dem Weiß und dem Schwarz dazu. Zuletzt geben wir noch das Schwarz da rein, auch wieder in die Mitte. Ihr seht, ich gieße nicht zu schnell. Das Schwarz war übrigens nicht sehr intensiv angemischt. Das sieht jetzt also hier wesentlich dunkler aus, als es ist. Und das war's schon. Jetzt können wir Glitzer dazu geben, wenn wir möchten. Ich möchte natürlich, aber ich habe mir auch mal wieder nichts zurechtgestellt. Mal gucken, ich habe hier bestimmt noch ganz wenig Harz, um das etwas anzumischen. Wenn ich mir das jetzt nämlich so da reingebe und ich möchte also keine Glascracks oder so nehmen, dann würde das also obendrauf schwimmen und das ist nicht das, was ich möchte. So. Ich habe hier so einen Smurfton, sag ich mal. Den möchte ich gerne nehmen. Und dazu nehme ich das hier. Und das reicht auch schon. Das habe ich dazu genommen.
Ich überlege gerade, da könnte ich eigentlich auch von den blöden Steinchen was reingeben. Wo habe ich die gelassen? Die habe ich hier drin. Ich habe hier oben eine Box stehen mit den Sachen, die ich am liebsten benutze. Sehe natürlich nichts, ich habe keine Ahnung, wo es landet. So. Du bist mein Dotting-Tool. Komm schnell her. Etwas nach unten drücken. So, was jetzt da unten ankommt, kommt an und was nicht, dann halt nicht. Oh, das war wieder typisch. So, vorsichtig etwas. Die Bläschen wegmachen, vorsichtig deshalb, weil wir mit Alkoholinks gearbeitet haben. Obwohl jetzt das meiste schon verflogen ist. Irgendwo was gesehen. Wo war das? So. So, und das war's. Ich mache jetzt auch nichts mehr daran. Ich lasse jetzt alles so, wie es ist. So. Es ist aus von Zeit. Schaut mal, so sieht das jetzt aus. Also wir sehen, es ist auf jeden Fall was passiert. Wir schauen jetzt mal nach. So. Und los geht's. Tada. Wow. Das ist auch so hübsch geworden. Auch der Glitzer in der Mitte gefällt mir super, super gut. Schaut mal. Und es hat sich hier genau so ausgeweitet, wie weit der Glitzer ist. Also ich bin begeistert von diesem, ich sage es immer, Larimar-Effekt. Die Farbe gefällt mir super, super gut. Die ist wirklich toll. Und ja, die Zellen sind weiß abgegrenzt, also wirklich schön. Wie gefällt euch das? Das Ganze ist nicht mit weißer Pigmentfarbe gemacht, sondern mit Resin Ink, mit Enoki. Und das hat sich wunderbar entwickelt. Wirklich, wirklich schön. Auch hier der Rand, diese glänzenden Kristalle, wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also ich bin begeistert. Mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Auch wenn ihr das Ganze vielleicht mal in einer anderen Farbe vielleicht sehen möchtet, dann würde ich das gerne ausprobieren. Und ansonsten sage ich dann ciao. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, eure Petra.